Ein neuer Spieletitel hier bei Let's Splinter. Ich freue mich sehr, dass ihr alle einschaltet. Herzlich willkommen zu Synergy, dem ja, sehr besonderen Städtebauspiel, in dem die Menschheit in einer fremden und lebensfeindlichen Welt überleben muss. Kommt raus heute am 21. Mai 2024 in die Early Access und ich freue mich, das Spiel mit euch spielen zu können. Ich habe es schon ein paar Tage vorher bekommen und kann mich ganz in Ruhe dem Ganzen widmen. Ihr dürft ab heute dann auch mit einsteigen. Entwickelt von dem Lakeir Studio und Publisher ist das Goblins Publishing Studio aus Frankreich. Das Artwork von diesem Spiel wird einigen bekannt vorkommen. Ich hatte schon vor einigen Wochen mal die Demo angezockt und da haben ganz, ganz viele geschrieben, ja, Möbius, ein französischer Comiczeichner, der seine Finger oder seinen Stil hier in diesem Spiel sicherlich wiederfinden könnte. Ich freue mich drauf, weil es schon allein farblich ganz, ganz besonders ist, dieses Spiel. Wir werden einfach sehen, was hier in der Early Access jetzt alles drin ist. Es geht um die Erkundung einer unbekannten Welt. Es geht um das Erforschen der Umgebung. Wir können Pflanzen untersuchen, natürliche Elemente in der Region und das Buch des Wissens erweitern. Wir können den Horizont selbst erweitern, wenn die Bürger dem Forschungszentrum und der Halle des Wissens zugewiesen werden. Und wir entwickeln natürlich eine Stadt. Wir können darüber hinaus in verschiedene Regionen eindringen und ich bin sehr, sehr gespannt, welche das sein werden. In dieser Early Access, das hat mir der Entwickler bzw. der Publisher geschrieben. Zum Early Access Start enthält das Spiel eine Kampagne mit 2 Story-Szenarien, 55 Gebäuden, 2 verschiedenen Jahreszeiten, die das Gameplay verändern werden, über 90 Erkundungsszenarien, 27 einzigartige Pflanzen, über 60 Forschungen, die es freizuschalten gilt und mehr als 30 einzigartige Ressourcen, die wir sammeln oder herstellen können. Also einiges gebacken in dieser Early Access und ich möchte mit euch reingucken, jetzt und hier in der ersten Folge. Ein kleines angespielt zu Synergy hier aus dem Hause Lakeir Studio und dem Goblins Studio, dem entsprechenden Publisher. Falls ihr Bock auf mehr davon habt, darf ich euch ganz kurz, bevor wir ins Spiel einsteigen, bitten, einmal auf den Abo-Knopf zu drücken, das Video mit einem Daumen hoch zu bewerten und gerne auch einen Kommentar zum Spiel dazulassen. Erstens, was ist euer Eindruck davon? Wie gefällt euch das Artwork? Wie gefällt euch die Musik? Würde mich sehr interessieren, ob das euch zusagt oder doch sehr ungewohnt daherkommt. Ihr seht das im Hintergrund schon. Ich finde es total spannend. Als ich da damals über das Spiel gestolpert bin, als es noch nicht draußen war, kam es sofort auf meine Wishlist. Und insofern, wie gesagt, gerne ein paar Reaktionen auf das Video dalassen, würde mir sehr helfen und ich wäre euch darüber sehr, sehr dankbar. Wir gucken auf die Kampagnen, die es hier gibt. Szenario und Schwierigkeitsstufe ist hier ausgeschaltet und die Frage ist, gehen wir mit dem freien Sandbox-Modus oder aber machen wir das Tutorial oder eine Geschichte? Der Anker, eine Organisation von Forschern und Philosophen, die sich der Anker nennt, hat es sich zur Aufgabe gemacht, isolierte Völker wieder zusammenzuführen. Bitte hilf ihnen, Wissen zu sammeln, gegen tödliche Gefahren in der Umwelt zu kämpfen und unerklärliche Phänomene zu verstehen. Nun, ich könnte mir vorstellen, das Tutorial zu überspringen, aber es ist so viel Ungewohntes dabei. Insofern gucken wir uns in der Folge mal so ein bisschen das Tutorial an. Und kann aber auch sein, dass ich relativ zügig in Folge 2 oder 3 dann hier auf die Geschichte umschwenke. Das lasse ich mir einfach noch an der Stelle komplett offen. Ich mache gerade für mich den Ton ein bisschen leiser und dann legen wir sofort los. Verbrannte Erde, das Tutorial. Die Ursprünge. Eine Gruppe Exilanten, die aus der ausgetrockneten Oase vertrieben wurde, in der sie zuvor gelebt hatte, muss sich trotz ihrer mageren Ressourcen erholen. Doch das Klima fordert sie immer wieder heraus und die Wüste birgt unzählige, seltsame und gefährliche Geheimnisse. Die Punkte werden nur gespeichert, wenn das Ziel in 40 Zyklen oder schneller erreicht wird. Sieg, Bronze, 1500 Punkte Silber und 2500 Punkte scheinbar Gold. Wir starten. Wir lesen hier den ersten Tipp. Indem wir die Aktion Entfernen mit einer Pflanze benutzen, können wir die Ressourcen einsammeln, wobei die Pflanze aber zerstört wird. Wenn wir stattdessen in einem Erntegebäude die Aktion Ernten benutzen, wird sie nicht zerstört. Das Ende der Wanderschaft. 2 Generationen lang lebte unsere Gemeinschaft im Herzen einer Oase und war vor den Gefahren der Außenwelt geschützt. Doch wie auch an anderen Orten wurden wir aus unseren Häusern vertrieben. Aber es ist nicht alles verloren. Nachdem wir ein Meer aus Sand überquert hatten, stießen wir auf die Ufer neuer Seen. Egal, wie giftig das Wasser dort ist, es wird Glückseligkeit bedeuten, wenn wir es reinigen können. Und damit geht es zunächst um die Wasserbeschaffung. Wir gucken uns hier gleich natürlich noch ein bisschen um. Unsere Bürger benötigen allerdings Trinkwasser zum Überleben. Übrigens, der Ton im Hintergrund, ich gucke gerade, wie der bei euch in der Aufnahme ist, sollte
passen. Ist ein bisschen ruhig. Ich stelle es gerade für euch noch ein Ticken. Na, wobei, jetzt wird es gerade hellhöriger. Ihr dürft es hören. Es ist einfach sehr wohlig und angenehm. Und sehr, sehr spannend. Ich fühle mich so ein bisschen, und ich weiß nicht, warum ich das denke. Das ist total unpassend wahrscheinlich. Wie in einem, wie hieß der Wüstenakt in Diablo 2? Ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Ich habe auch keine Ahnung, warum ich daran denke. Aber es sieht sehr karg aus, möchte man meinen. Und deswegen brauchen wir auf jeden Fall sauberes Wasser. Um das Wasser zu erhalten, müssen wir den Anlegeplatz bauen, damit die Bürger mit Spezialkanistern Giftwasser aus dem See schöpfen können. Dieses Giftwasser muss dann in einem Klärbecken aufbereitet und gereinigt werden, damit die Bürger es anschließend als Trinkwasser nutzen können. Alle gesammelten Ressourcen müssen gelagert werden. Wir kümmern uns also um das Lager. Es gibt einen Wasserturm, einen Keller und ein kleines Lagerhaus. Der Wasserturm ist logischerweise dafür da, Trinkwasser oder Giftwasser zu speichern. Übrigens auch Giftwasser, explizit hier genannt. In dem Keller gibt es Nahrung und Trinkwasser. Von diesen Ressourcen ernähren sich dann die Bürger selbst. Und in den kleinen Lagerhäusern können wir alles andere lagern. Bürger sammeln keine Ressourcen, wenn sie keinen Ort haben, um diese zu lagern. Lagerfläche also extrem wichtig. Wir versuchen mal gerade, wir versuchen die Kamera in Richtung Wasserstelle zu navigieren, und die ist hier unten. Sehr schön. Bauen wir einen Anlegeplatz, ein Klärbecken und einen Wasserturm. Wir öffnen das Baumenü. Ich würde gerne kurz auf Pause drücken, beziehungsweise wir nehmen uns einfach die Zeit mal gerade ganz schnell, während wir hier die ersten Sachen wie Stachelbüsche sehen, hier oben einmal auf die Grundnahrungsmittel zu gucken, zubereitete Mahlzeiten, Wasser, Heilmittel, ganz interessant, die werden verwendet, um Bürger auf der Krankenstation zu behandeln. Sie werden in der pharmazeutischen Fabrik hergestellt, veredelte Produkte, Werkzeuge, technologische Artefakte, Pflanzenressourcen, natürliche Zutaten, Pilze, Samen, Abfall, Rohstoffe und Kompositstoffe. Bei Samen, Abfall und Co. denke ich an den Marsianer Mark Watney. Beste Grüße an den Film, großartig. So ein bisschen fühlt es sich vielleicht an. Wir bauen aber jetzt erstmal den Anlegeplatz, das Klärbecken und Co. Anlegeplatz hier, in der Leichtbauweise. Und wir wollen gerade mal schauen, gibt es einen besseren, geeigneten Platz? Wir sind hier oben. Nee, das ist eigentlich ganz gut. Ich würde es gerne hier platzieren. Einmal dies. Klärbecken holen wir uns dann auch. Becken filtert die großen Partikel aus Abwasser heraus und tötet alles Notwendige. Frage ist, wie nah hier ans Wasser? Nicht so ganz, weil hier ja auch entsprechend dann noch 2x2 Felder benötigt werden für die Anlegefläche, wenn wir mal mehr Wasser benötigen. Ich würde also sagen, dass wir hier das Klärbecken setzen. Und hier macht sich schon jemand dran. Näher geht leider nicht übrigens mit dem Zoomen. Immer ein Thema für mich. Ich liebe es, nah ranzoomen zu können. Beste Grüße rüber an Männerlords. Findet ihr übrigens auch auf meinem Kanal. Das nur an der Stelle. Anlegeplatz wird gebaut. Poliro arbeitet gerade und Solla arbeitet auch daran. Und dann wird hier auch mit Paideon und Quematan das Klärbecken errichtet. Und dann sollen wir auch noch den Wasserturm setzen, den wir hier haben. Wir sehen da unten, was es benötigt. Allerdings können wir da jetzt, also das bleibt nicht, der Tooltip bleibt nicht da, wenn ich hochgehe. Das ist ein bisschen schade. Aber gut, wir können uns ja hier anschauen. Es ist Rinde, die benötigt wird. Und was ist das zweite? Baumstämme. Okay, und das setzen wir dann doch einfach mal. Ich glaube, wir haben genug Platz am Anfang. Das dürfte kein Thema sein. Können die Zeit hier unten beschleunigen. F2 und F1 sorgen dafür. Ich will mir aber keinen Shortcut von meiner Aufnahme jetzt ruinieren. Basissteuerung wird erkannt. Wir gehen hier in der Geschwindigkeit mal ein bisschen hoch. Vierfache Geschwindigkeit ist das Maximum. Okay. Dann machen wir das wieder zu. Wir haben viel Platz hier. Oben sehen wir den Stadtwohlstand. Können uns da mal drum bekümmern. Mach die Geschwindigkeit hier mal ein bisschen runter. Punkteaufteilung. Bezirksentwicklung, Basispunkte, Vielfaltsbonus, Malus für erkrankte Bürger, Anzahl der Toten, Wohnraumzufriedenheit und so weiter und so fort. Der Stadtwohlstand besteht aus der Summe aller Bezirkszufriedenheitspunkte. Er wird jeden Tag neu berechnet. Klärbecken ist fertig. Jeder erste gebaute Bezirk eines Typs bringt dir einen V. Okay, die Punktzahl sinkt für jeden Bürger, der seit dem Start des Spiels gestorben ist und für jeden Bürger, der gerade krank oder obdachlos ist. Die Punkte werden nur gespeichert, wenn das Ziel in 40 Zyklen oder schneller erreicht wird. So, wir haben Arbeitsposten. Unsere Strukturen zur Reinigung funktionieren nicht von alleine. Wir sollten diese neuen Positionen Bürger zuweisen. Wir schauen und sehen hier, dass wir hier die Bürger brauchen. Wie viele haben wir denn zur Verfügung? Ah, hier oben, 1 von 9. Einer ist bei der Arbeit, 9 haben andere Aufgaben. Frage ist, wie viele brauchen wir?
Zwei Bürger einem Gebäude. Anlegeplatz. Hier setzen wir einen rein. Wasserturm. Kann ich hier noch einen nehmen? Das bringt mir, glaube ich, gar nichts. Anlegeplatz 1 von 2. Ne, da müssen doch 2 rein. Okay. Kurz verguckt. Der Schritt ist abgeschlossen. Lebenswichtiges Wasser. Wir besitzen jetzt eine Infrastruktur zur Wasseraufbereitung und die Grundlage für ein gesundes, nachhaltiges Bewässerungssystem. Doch die Jahreszeiten kommen und gehen, sind hektisch und harsch und wir riskieren eine Katastrophe, wenn wir nicht Vorräte für den unmittelbaren Verbrauch beschaffen. Damit Gebäude problemlos funktionieren, müssen wir genügend Trinkwasser speichern, um für eine Dürre gewappnet zu sein. Übrigens, gerade außerhalb des Protokolls, die zweite Folge kommt auch noch heute raus. Da einfach mal ein paar Stunden später wieder auf meinem Kanal vorbeischauen. Da gibt es dann die zweite Episode dieses Tutorials, die werde ich euch auf jeden Fall heute noch zur Verfügung stellen. Wasserbeschaffung. Für das Überleben und die Entwicklung der Stadt ist es erforderlich, Trinkwasser zu beschaffen. Da Wasser selten ist, müssen die zunehmenden Bedürfnisse der Bevölkerung mit dem Nachschub und den klimatischen Bedingungen in Einklang gebracht werden. Bestimmte klimatische Ereignisse wie die Trockenzeit können für eine schlecht vorbereitete Stadt katastrophal sein, da die Beschaffung von Wasser nur langsam oder gar nicht mehr funktioniert. Glücklicherweise können wir im Fenster die bevorstehenden Wetterbedingungen einsehen. Wir sehen die Wettervorhersage für den aktuellen Zyklus und zukünftige Zyklen und einer ist ein Zeitraum von 40 Tagen. All diese Informationen werden in der Nähe der Wettersteuerung angezeigt. Soweit, so gut. Jetzt brauchen wir 2 Klärbecken und wir sollen 20 Mal Trinkwasser sammeln. Also setzen wir ein weiteres Klärbecken auf. Frage ist, wohin? Schon ist der Weg weiter. Habe ich ein bisschen ungünstig platziert, möchte ich fast meinen. Na, wir setzen das mal hier hin. Es gibt es Wege? Ich glaube schon. Mobilität? Ja, das sind die Wege. Könnten hier sicherlich außenrum was führen. Die werden auch einfach so gesetzt. Und dann packen wir hier die Geschwindigkeit wieder rein. Guck mal, gerade hier oben war doch schon was gebaut, ne? Ist der Stadtvorrat? Ne, der Startvorrat. Und die stehen hier alle so schön rum. Harren wir der Dinge. Im Klärbecken wird gearbeitet. Hier, das ist gleich fertig. Und dann brauchen wir Trinkwasser. Wir haben 0 von 20. Ah, okay. Und hier aus 20 Giftwasser werden 20 Trinkwasser. Hier packen wir einen rein. Das ist okay. Und wir sehen hier vor allen Dingen den Fortschritt. Effizienz bei 100%. Anzahl, ein Bürger ist da. Und der macht das hier. 7 Tage lang. Effizienz von 100. Sind die 7 Tage insgesamt oder sind sie... nee, es scheint insgesamt zu sein. Der Wert verringert sich hier nicht. Dann haben wir ungefähr auch bei vierfacher Geschwindigkeit schon mal ein Gefühl dafür, wie viel 40 Tage sind. Wir sind in Zyklus Nummer 1. Und wenn das Ganze fertig ist, haben wir dann hier für den Wasserturm direkt die ersten 20. Gucken wir jetzt auch gerade mal. Einen Moment. Sehr schön. Das ist fertig und abgeschlossen. Ah, jetzt wollte ich gerade gucken, ob das in den Turm sofort gelagert wird. In den Wasserturm können wir gleich noch nachschauen. Die Bewohner der Oase haben zu lange unter den Sternen geschlafen, mit nichts als einem Stück Stoff, der sie von den Extremen des Wetters schützte. Wir müssen nachhaltige Gebäude als Unterkünfte bauen. Dazu benötigen wir Materialien und Lagerhäuser, in denen wir sie lagern können. Überall in dem Bereich gibt es Steinhaufen, die unsere Bedürfnisse erfüllen könnten. Setzen wir sie weise ein. Kommen wir zum Ressourcenabbau. Für den Bau werden Ressourcen benötigt, die man auf verschiedene Weisen beschaffen kann. Die einfachste Methode besteht darin, sie direkt auf der Karte zu sammeln und an die notwendigen Zutaten zu kommen. Schnellaktionenmenü kannst du die Aktion Entfernen benutzen. Sie ermöglicht es dir, Ressourcen und Pflanzen auf der Karte zu sammeln. Nutze die Methode, um Gestein aus Steinhaufen zu gewinnen. Finde dafür zunächst die Steinhaufen auf der Karte und baue sie ab. Denke außerdem darüber nach, ein kleines Lagerhaus zum Lagern dieser Ressourcen zu bauen. Das haben wir eben gelernt. Alle anderen Dinge werden nämlich entsprechend in dem kleinen Lagerhaus platziert. Wir gucken kurz auf den Wasserturm und haben hier 10 Trinkwasser. Und hier wird uns irgendwie ein Pfeil gewiesen. Ah, hier sind Steine. Okay. Ja, dann gucken wir doch hier drauf und hier sehen wir Entfernen. Und ich baue in der Zwischenzeit ein kleines Lagerhaus. Die Frage ist, wo? So auf halber Strecke? Ja, warum eigentlich nicht? Hier oben ist ja auch nur das Startvorkommen. Na, wir machen es wirklich auf halber Strecke.
setzen hier einen Weg entlang. Ich baue einfach mal so schon mal ein bisschen ein Wegenetz auf. Es ist ja auch nur das Tutorial, in Anführungszeichen. So, wir brauchen 30 mal Gestein. Das macht Maliziv. Die Namen sind durchaus komplex. Und da sehen wir auch so ein bisschen die Erwachsenen und das Fenster von denen hier. Boreales Gestein, 30. Okay, das haben wir. Ja, das hat er jetzt natürlich noch nicht einlagern können, weil hier noch das kleine Lagerhaus gebaut wird. Aber wir gucken mal auf unsere Einwohner. Wo ist er denn jetzt hin? Hier. Wohnraum gibt es noch keinen für ihn, Arbeitsplatz auch nicht. Bedürfnisse keine. Gesundheit ist gesund. Soweit, so gut. Hier unten ganz viel Stein. Kleines Lagerhaus ist in der Errichtung. Und wenn wir das abgeschlossen haben, können wir da sicherlich auch ein Stück weiter vorwärts gehen. So, dann hätten wir das Gestein erhalten. Ist das jetzt da drin? Ich frage mich das jedes Mal und dann kommt neue Information. Verdammt. Wohnraum. Um Bürger vor rauem Wetter zu schützen, benötigen sie ein Dach, soweit so klar über dem Kopf, und müssen in angemessenen Verhältnissen leben. Unsere Bürger gehen regelmäßig nach Hause, um wieder zu Kräften zu kommen, essen, trinken und schlafen, was die Positionierung der Häuser zu einer strategischen Frage macht. Nichts Unbekanntes, darf man wohl meinen. Wenn sie wieder zu Kräften kommen, nehmen die Bürger Nahrung und Trinkwasser zu sich. Diese Ressourcen werden direkt aus einem Keller in der Nähe verbraucht. Aus diesem Grund müssen Häuser in Reichweite eines Kellers platziert werden. Um wieder zu Kräften zu kommen, benötigen Bürger auch Keller, um Trinkwasser und Nahrung zu erhalten. Okay. Aus diesem Grund benötigen alle Lager 20 Einheiten von jeder akzeptierten Ressourcenart, damit die Bürger sie dorthin bringen. Im Lagerfenster können wir die Menge der benötigten Ressourcen ändern oder sogar Ressourcen ablehnen. Das kann helfen, festzulegen, wo Ressourcen gelagert werden oder verhindern, dass Bürger bestimmte Nahrungsmittel verbrauchen. Da alle Ressourcen von Bürgern von einer Anlage zur nächsten transportiert werden müssen, ist es wichtig, genügend Bürger zu haben, die keinem Gebäude zugewiesen und deshalb als Kuriere verfügbar sind. Bürger räumen deinen direkten Aufträgen immer eine höhere Priorität ein. Aufgaben, die sie für am wichtigsten halten, kommen dann an zweiter Stelle. Es ist ungefähr so wie bei den Sims. Möchte man fast meinen. Du kannst jedoch jeden Auftrag oder jedes Gebäude von anderen Aufträgen oder Aufgaben priorisieren, beziehungsweise davor. Beispielsweise werden deine Bürger die Ressourcen eines Gebäudes, das als Priorität markiert ist, zuerst holen und sammeln. Okay, wir bauen einen Keller. Das mache ich sehr gerne, während ich das Spiel hier fast pausiere. Hier ist der Keller. Ja, und wo machen wir das? Ich glaube, wir setzen das mal hier irgendwo hin. Oder hier rein. Wir setzen hier den Keller. Und drei Häuser in Reichweite. Wird uns das angezeigt? Wir haben hier ein Steinhaus, nochmal ein Steinhaus und nochmal ein Steinhaus. Ja, die sind dann etwas luxuriöser. Kapazität 4, das ist bei allen gleich. Okay, wir brauchen entweder 20 mal Stein. Ja, wir müssen noch ein bisschen Steine sammeln. Okay. Aber das ist ja kein großes Problem, kein großer Akt, wie man so schön sagen könnte. 1, 2 und 3. Drei Häuser direkt in der Umgebung. Wir beschleunigen das Ganze mal und brauchen auf jeden Fall noch ein paar Steine. Werden deswegen hier mal aktiv. Gerade mal gucken, aber... Ah, hier, das ist, was ist das? Eine Gesteinsemanation. Das Gestein wächst in unglaublich langsamem Tempo aus dem Boden. Hin und wieder beschleunigt er das Erscheinen neuer Steinhaufen in der Nähe. Verstehe. Gerade mal gucken, was können wir hier? Achso, wir können es fokussieren. Alles klar. Hier wird es abgebaut, möchte man fast sagen. Der Steinhaufen. Boreales Gestein. So, der Keller ist schon fertig. Und das erste Steinhaus jetzt gleich auch. Und da seht ihr auch schon, da ist ein bisschen Stein gelagert. Wie viele Ressourcen haben wir denn hier oben noch? Haben wir noch Steine? Nee, boreales Gestein ist schon weg. Baue jetzt einen Keller und positioniere Häuser innerhalb der Reichweite. Naja, machen wir ja. Wohlbefinden, Freizeit, Kultur und Wissen sind hier Dinge, die uns angezeigt werden in dem Beritt. Dieses Haus kann Kinder im darauffolgenden Zyklus beherbergen, wenn Plätze vorhanden sind. Das ist die Zufriedenheit, der Zufriedenheitswert in den Häusern.
Ja, das sieht doch schon sehr gut aus. Welche Geschwindigkeit sind wir auf zweifach? Okay. Ja, die Steine sind ein Thema. So, und damit hätten wir das erfolgreich abgeschlossen. Dann die lebensrettende Neugier. Die Nahrung, die wir mitgebracht haben, wird von Tag zu Tag weniger. Allerdings ist es riskant, die seltsamen stacheligen Früchte zu pflücken, geschweige denn zu essen, die hier in dem Bereich wachsen. Als allererstes müssen wir jegliche Gefahr eliminieren, die die Nutzung dieser Pflanzen mit sich bringen könnte. Unser Wissen ist beschränkt, doch der alte Destillateur in der Oase kann grundlegende chemische Experimente ausführen. Wenn wir ihm einen mobilen Arbeitsplatz geben, können wir mit den botanischen Studien beginnen. 4 Erwachsene und 0 Kinder haben sich der Stadt angeschlossen, soweit so gut. Und wir gehen in Richtung Umweltanalysen. Und jetzt macht das Spiel für meinen Dafürhalten einen ziemlich coolen Twist und Turnaround, weil das, ich weiß nicht, einzigartig sicherlich nicht ist, aber halt doch sehr besonders und das Spiel auch so ein bisschen was ausmacht. Indem wir mit dem Feldlabor Analysen der Umwelt durchführen, können wir nämlich die Eigenschaften von Pflanzen in unserer Nähe entdecken. Wir müssen die Umgebung verstehen, um Ressourcen beschaffen zu können, ohne dass die Bürger leiden oder die Umgebung zerstört wird. Die Erstanalyse zeigt uns das Ergebnis der Aktion Entfernen und des Erntens von Pflanzen. So. Oberflächenanalysen gewähren nur Informationen zu Ernteaktionen, die bereits freigeschaltet sind. Wenn wir eine neue Ernteaktion freigeschaltet haben, müssen wir eine neue Erstanalyse ausführen. Um ernten zu können, brauchen Bürger ein Erntegebäude. Wird die Aktion Ernten an einer Pflanze ausgeführt, verändert sich das Wachstumsstadium der Pflanze und sie wird nicht zerstört. Deshalb ist diese Aktion nachhaltig. Und da die Aktion der Pflanze nicht zerstört, bleibt der Ernteauftrag bei ihr erhalten. So interagieren die Bürger jedes Mal mit der Pflanze, wenn diese das entsprechende Wachstumsstadium erreicht. Okay, das ist interessant und wichtig zu verstehen. Und wir bauen ein Feldlabor, eine Erntehütte, analysieren eine Pflanze, die Wasserbeeren produziert und sammeln Wasserbeeren. Die Frage ist, welche wird denn Wasserbeeren entsprechend freigeben? Gucken uns das alles mal an. Hier ist Stachelbusch. Also, eins nach dem anderen. Wir gucken auf die Flora und sehen hier eine Erntehütte. Ja, die wollen wir natürlich. Und die setzen wir mal sicherlich hier in den Norden. Dann gerne einmal ein Feldlabor. Hier ist der Dispositionsturm. Das ist das Feldlabor. Eine Einrichtung, die aus leichten mobilen Laboren besteht, um biologische Experimente an der einheimischen Flora durchzuführen. Würde ich gerne direkt gegenüber platzieren. So, und dann analysieren wir gleich eine Pflanze, die Wasserbeeren produziert. Gehen hier einmal vor. Ich denke, beim Feldlabor werden wir zuerst jemanden einsetzen müssen, der darin arbeitet. So. Und dann hätte ich gerne Analyse hinzufügen. Erstanalyse. Ist das jetzt richtig? Analysiere eine Pflanze. Einen Moment. Wir drücken auf Pause. Das ist ein Stachelbusch. Wir können den sofort entfernen. Wir können den trimmen. Können pflücken. Und ansonsten nix. Ich glaube, wir müssen hier auf die Analyse. Erste Analyse. Und zwar, die Frage ist von was? Vom Schattenbaum oder vom Stachelbusch? Wir gehen mal auf die Stachelbüsche. Lassen das Spiel weiterlaufen. Ah, das geht relativ zügig. So, und jetzt? Ach so, er ist noch am Analysieren. Okay, wir stören ihn nicht. Wie lange macht er das? Das wird ein bisschen dauern. Können wir noch jemanden da reinpacken? Ja, können wir, denn derjenige möchte bitte noch eine Analyse durchführen. Oder geht das nicht? Die machen das einfach dann nur zu zweit. In die Erntehütte packen wir schon mal jemanden rein. Wie viel haben wir denn noch? 7 haben andere Aufgaben. Das ist okay. Einmal in die Erntehütte. Und jetzt haben wir einen Analysebericht erhalten. Okay, der Stachelbusch. Durch das Entfernen können wir Zweige sammeln.
Die Wasserbeeren, sehr gut, die von dieser Pflanze produziert werden, wachsen nach einer Weile wieder nach. Wir können sie pflücken, ohne das Exemplar zu zerstören. Die Zweige des Sintflutbuschs wachsen sehr schnell. Sie können regelmäßig getrimmt werden. Okay, also wir können regelmäßig trimmen, wir können pflücken und wir bekommen durch Entfernen die Zweige. Gut, dann möchte ich doch hier jetzt entsprechend bitte einmal pflücken. Die Frage ist, wer macht's? Hier, sehr gut. In der Erntehütte, der gute Akteur pflückt. Die Bürger sammeln die Teile der Pflanzen, die leicht zu entfernen sind, wie ihre Früchte. Einmal bitte hier aktiv werden. Und dann können wir das Ganze wieder vorspulen. Und schon haben wir drei. Das war's? Ja, wir packen noch ein paar Leute mehr rein. Dann sammelt ihr mal. Ihr Lieben. Gerne auch noch woanders. Wir können noch ein paar mehr hinzupacken. Ja, das ist interessant, weil wir haben jetzt 6 und dann ist das Ding schon leer, oder? Haben wir noch mehr von denen? Oder müssen wir jetzt warten, bis die nachgewachsen sind? Dann könnte es wirklich ein bisschen dauern. Was wir auf jeden Fall machen können, wir können mit dem Feldlabor hier nochmal eine Analyse durchführen. Und zwar an diesem Baum hier. Habe ich den jetzt schon ausgewählt? Ne, jetzt aber. Damit wir gucken, was hier möglich ist. Ja, hier hoffe ich jetzt so ein bisschen, dass das nachwächst, ne? Harren wir einfach mal der Dinge. Hier haben wir das Buch des Wissens. Ich glaube, da können wir jetzt nochmal reinschauen. Wachsen nach einer Weile wieder nach. Das hatten wir gelesen. Okay. Dann warten wir einfach ein Stück weit. Analysieren parallel. Und haben ansonsten in diesem Tutorial momentan nichts zu tun. Wohnraumzufriedenheit ist gegeben mittlerweile. Es gibt ein paar obdachlose Bürger. Und da ist der nächste Analysebericht da. Zum Schattenbaum. Wenn wir diesen großen Baum fällen, können wir den Stamm zersägen und die Rinde verwenden. Okay, verstehe. Das Gute ist, dass man es immer wieder nachlesen kann. Das heißt, wir müssen es uns nicht zwingend behalten. Gibt es nicht noch irgend... Ach, hier gibt es noch einen Stachelbusch. Okay, dann können wir ja noch Gegenstände wählen. Ich wollte schon sagen. Muss nur mal ein bisschen weitergehen. So, dann wären wir bei 18 und hier wären wir bei 21. Und dann können wir nochmal 2 hinzufügen, die das Ganze machen. Und dann haben wir gleich unsere 20 Wasserbären zusammen. Die uns dann tatsächlich womöglich Nahrung geben, oder? Gerade mal gucken. Rohstoffe. Schritt schon abgeschlossen. Wir gucken noch auf die Ressourcenveredelung, bevor wir diese Folge schließen. Um bestimmte Ressourcen zu erhalten, muss eine Veredelungsphase durchlaufen werden. Zum Beispiel Werkzeuge, die in der Schmiede hergestellt werden oder Mahlzeiten verbraucht von Bürgern, die in der Küche zubereitet werden. Bestimmte vielseitige Produktionsgebäude können mehrere Ressourcen herstellen. Produktionsmodule ermöglichen es uns, die Ressource auszuwählen, die wir produzieren wollen. Außerdem wählt man die Produktionsmethode, indem man das entsprechende Rezept auswählt. So können wir die in der Umgebung verfügbaren Ressourcen bestmöglich nutzen. Produktionsgeschwindigkeit des Gebäudes hängt von der Effizienz ab, die hauptsächlich von der Zahl der dort aktiven Bürger beeinflusst wird. Boni oder Mali, die sich auf Effizienz, Ressourcenkosten und Ertrag auswirken, können Einfluss auf Rezepte haben. Diese können verschiedene Ursprünge haben. Durch Forschung, Boni aufgrund von Nähe zu anderen Gebäuden oder Mali wegen schlechten Wetters. Okay. So, was haben wir zu tun? Das machen wir doch gerade noch, oder? Wir bauen eine Küche, eine Schmiede, sammeln 40 einfache Mahlzeiten und 10 Werkzeuge. So denn. Dann möchte ich gerne einmal hier schauen. Das ist eine Krankenstation. Das ist die Küche. Oh ja, die ist relativ groß. Wo setzen wir die denn mal hin? Hier ist das Lager. Oh, die passt hier eigentlich ganz gut. Das wäre die Küche. Dann bräuchten wir einmal eine Schmiede. Die ist relativ breit.
Frage ist, wie nah kann ihr an die Wohnbebauung? Ist das irgendwie ein Problem? Ich würde die jetzt mal hier unten irgendwie setzen. Ich ziehe mir hier einen Weg entlang. Ziehe ich mir hier einen Weg entlang? Ja, ich glaube schon. Das war das Lagerhaus. Muss man zwischendurch aufpassen. Die Gebäude sehen zwar alle individuell aus, aber dann doch irgendwie ein bisschen ähnlich. Und dann hier die Schmiede hin. So, und wenn das gebaut ist, dann können wir uns um die Mahlzeiten und die Werkzeuge kümmern. Ich würde sagen, wir sehen uns genau an der Stelle in der zweiten Folge wieder, in diesem kleinen Tutorial zu Synergy, heute am 21. Mai 2024 erschienen. Ihr könnt es jetzt auch zocken. Freue mich, dass ich es euch zeigen darf. Vielen, vielen Dank an der Stelle nochmal für den Key an den Publisher. Und insofern, wir sehen uns schon zu späterer Stunde in der zweiten Folge wieder. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Euer Let's Blinter. Macht's gut. Ciao, ciao.